Willkommen zurück bei Dark Souls 2. In der letzten Folge haben es wir endlich geschafft, unseren Hardcore-Aizo. Komm Gott nicht drauf. Wieso lässt er dir die Fackel fallen, Trottel? Zu widerrufen. Ja, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich will jetzt mal hier die Fackel anmachen. Einfach nur, weil ich es kann. Entzünden. Die eine Fackel zu entzünden. Wieso wollen wir hier noch nie? Großer Lebensschild. Lederschild. Ohne kommt man hier manchmal einfach nicht durch, oder? Ohne Schaden. Geh rein! Mann, Mann, Mann! Schieß! Oh. Ja, das war sehr schön gerade. Was ist denn hier los heute? Ja, genau. Das ist Sackgesicht, ey. Mann! Da brauche ich aber ewig, diesen scheiß Stein zu nehmen. Wir treffen den nur einfach. Ich habe auch noch nicht versucht, den zu blocken. Das wird wahrscheinlich überhaupt nichts bringen bei der Größe von dem Typen. Aber wir haben einen riesen Fortcore geschafft. Aber wir könnten jetzt Dennis versuchen. Am Endeffekt ist der jetzt einfacher. Ich meine, wir hatten den ja schon auf die Hälfte oder so. Oh, kann man, wenn man den Eid hat, einfach keine Gegner, also keine NPCs spawnen lassen? Das vielleicht auch so ein bisschen der Scheiß? Dies! Ah, das ist so langsam. War das schon immer so langsam? Oh, ich mach das erstmal langsam. Es geht so in meinem Leben. Der Lederschild, den wir haben, eigentlich eingesammelt haben, besser? Ist eigentlich...
Wir nehmen jetzt mal den großen Lederschild. Ey, Alter, fick dich. Ohne Scheiß jetzt. Jetzt kommen die mir schon entgegen hier, oder was? Die wollen mich doch alle verarschen heute. Genau, das ist dämlich. Betritt doch den scheiß Nebel, du Idiot. Warum hat er den... Da wurde dann gestaggert und dessen geht er nicht mehr in den Nebel. Das ist so beschissen. Boah, das ist ja schon wieder so frustrierend, das Spiel. Guck da mal, ob ich den sagt man das so? Also die Invasion überlebe, wenn ich es jetzt mal nicht auf Hardcore spiele quasi. Geh durch, Jung! What? Bitch! Ja, genau, Mann. Nein, Leute, wir versuchen jetzt den Waffenschmied Dennis. Ich will auch mal ein bisschen Progress haben, damit ich ein bisschen Bock auf das Spiel bekomme. Und den probieren wir jetzt auch nicht ewig. Ich will nur gucken, ob er jetzt machbar ist. Aber ich will halt einfach auch mal weiterkommen in dem Spiel, sonst habe ich irgendwann keine Lust mehr drauf. Ja. Was mich bei den Invasionen nervt, man hat so ein komisches Geräusch, wenn man den trifft. Das ist irgendwie recht unbefriedigend. Kleiner Hurensohn. Das ist so nervig. Der macht da irgendeine Scheiße, die den ganzen Raum ausfüllt.
Ich will ihn jetzt legen, den kleinen Assi. Ich will wenigstens ein bisschen Fortschritt haben hier. Wir sind schneller. Ja. Oh, mein Lebensstern hat noch, naja. Das ist... Ja, das... Junge! Was war das? Letzter Lebensstein, ich hab... Alter, endlich! Menschenbild. Jetzt muss ich mal was versuchen, Jungs und Mädels. Ich hätte ja mal eine Mahlzeit auch ein bisschen. Und zwar werde ich jetzt noch einen Menschen benutzen. Nur um zu gucken, ob es daran lag, dass ich den NPC nicht rufen konnte. Und dann gehen wir erstmal zurück nach Majula. Ich will Fortschritt haben, das nervt mich sonst. Oh, ist halt wirklich so. Das ist schon nervig. Es lag halt wirklich daran, dass ich den Eid geschworen habe. Deswegen holen wir uns einfach jetzt mal einen Kumpel dazu. Ah, kommt auch mit. Es lag halt wirklich daran. Oh, wo Gegenstand aufnehmen. Ah, cool. Das, was ich hier so oft benutze.
So, jetzt wird hier aufgeräumt. Mal sehen, wie stark er ist. Aber wir haben halt echt viel. Ich bin dumm, wir haben echt viele Seelen. Das wäre jetzt halt wirklich dumm. Wir sterben. Viel Erfolg, danke. Ah, hier sind Blutflecken. So, was sind hier für Tipps? Ja, und nun? Rache wird benötigt. Ich guck mal, was habe ich so im Inventar. So, wir versuchen das jetzt mal. Kannst du bitte was machen? Ah. Der hat ja gar nichts gebracht. Okay, ein Versuch was wert. Wir gehen jetzt machen, Majula. Ich habe da jetzt keine Lust zu. Aber da liegen jetzt so viele Seelen rum. Und das nervt mich schon wieder. Das nervt mich schon wieder. Mich nervt das Spiel. Irgendwie bin ich in Dark Souls. In Dark Souls 1 bin ich irgendwie einfach rein. 800? Ist ja lächerlich. Mach mal Inventar. Ja, wir gehen jetzt in diese Geistervilla. Erstmal gehen wir hier gucken, weil es habe ich mir als letzten Folgen ja schon zu Herzen genommen. So lange mit den Dudes reden, bis sie sich wiederholen. Oh, hallo again. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgan. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. By the gods, why the hell am I here? Gute Frage. Frage ich mich auch. Gut. Well, I do hope I see you again. Ja, okay. Das ist das die besagte Villa? Er hat ja komische Geräusche gehört. Habe ich jetzt aber auch schon. Die Geräusche waren bis jetzt das da unten. Gibt es ja eigentlich irgendwas? Oh. Angreifer wird benötigt.
Käse. Monster, was denn nun? Ab wann ist ein Riese in Riese? Ab welcher Körpergröße? Weiß das jemand von euch? Die droppen halt gut Menschenbild. Ist echt dunkel hier. Seelengefäß. Was zur Hölle ist das? Zeigt dies einer bestimmten Person und? Und? Achso. Quasi ein Zurücksetzen? Wenn ich jetzt hier hochkomme, kommt dann irgendein... Irgendwas passiert doch da oben, da waren so viele Blutflecken. Okay. Okay. Irgendwie habe ich hier noch keine scheinbare Wand durchquert. Auch das ist ein bisschen komisch hier. Da ist auch nur eine Kiste zur Verzierung. Wahrscheinlich, weil ich den Dude noch nicht getötet habe, oder? Reise diese... Wir sind ja nur Philosophen am Werk. Titanenscherme... Oh, Titanierenscherme 3. Die waren ja nervig, weil sie so klein waren. Blutfleck berühren. Ich brauche halt eine Handvoll Seelen, brauche ich halt noch, dann könnte ich wieder aufsteigen. Ich guck mal, wie viel. Also ich muss ja bei der guten Frau aufsteigen. Ah. Schon mal mehr verstanden. Schon mal mehr geschafft als die letzten Folgen. 220 brauche ich noch. Natürlich scheiße. Geben mir wahrscheinlich auch nicht so viel. Die geben quasi gar nichts.
20. 20. Gehen wir halt irgendwas verstärken. Haben wir ein Schild, den wir neu verstärken können? Das wäre halt schon geil, wenn es mal funktionieren würde. Schon eigentlich. I'll be around if you make it back. Okay. So, Freunde der Sonne, wir machen ja trotzdem eine kleine Pause und gucken dann in der nächsten Folge, wo wir hingehen können. Zu dem Boss, da habe ich jetzt erstmal keine Lust. Bis zur nächsten Folge, dann macht's gut, auf Wiedersehen.